Hallo meine Lieben, da bin ich wieder und zwar mit einem XXXXXXXXXL-Paket von der lieben Sandra alias Winnie Kreative hier auf YouTube. Und ja, eigentlich wollte ich das schön ausbreiten, ne, dass ihr das alles schön seht und dann gemeinsam mit euch auspacken. Gibt nur ein Problem an der Geschichte, mein Tisch ist zu klein. Also mein Tisch ist an und für sich eigentlich nicht klein. Zumindest dachte ich das bis vor ein paar Minuten. Ja, so wie ich festgestellt habe, ist es anscheinend doch zu klein. Ja, also es ist echt Wahnsinn, was ihr Liebe mir alles eingepackt hat. Und ja, mein Paket hat sie ja schon gekriegt. Hat sie auch schon ausgepackt. Den Kanal von ihr werde ich euch natürlich unten reinmachen. Und ja, also ich bin echt total, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, einfach wahnsinnig. Ich habe ihr jetzt auch schon mal schnell geschrieben und ich werde mich da auf jeden Fall nochmal revanchieren bei ihr, weil das ist echt der absolute Wahnsinn. Also ich habe die Sachen jetzt natürlich noch nicht gesehen, was drin ist, aber einfach die Menge, das ist echt, oh mein Gott. Also das ist echt der Hammer. Also ja, meine Lieben, würde ich sagen, wir fangen mal an. Ah ja, und es wird ein sehr, 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 sehr langes Video werden, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich das Video teilen. Also ich werde wahrscheinlich zwei oder wahrscheinlich sogar drei oder vier Teile machen werden, weil ich fürchte, dass das Video sonst echt, keine Ahnung, 1, 2 Stunden gehen wird. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung und ja, nehmen wir, ihr Lieben, fangen wir mal an. Und zwar fangen wir mal an mit dieser tollen Karte hier, ja. Guck mal, da habt ihr den Umschlag. Also ich habe mir schon mal durchgelesen. Und die Karte hier, ne. Und guckt euch diese Karte mal an. Siehst du, einfach der absolute Hammer, ja? Guck mal, diese Steinchen und das hier, diese Text, wo sie so ausgestanzt hat mit Glitter und Rosen und Glittersteinen, das ist einfach traumhaft. Also wirklich traumhaft. Und Süße an dich jetzt, ja? Ich will von dir nie, 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 nie wieder den Satz hören. Du kannst das nicht. Oder du könntest das nicht so schön, ja? Also ganz ehrlich, das ist der Wahnsinn. Also stell dich da mal bitte nicht so unter deinen Schatten und ja, ne? Deine Sachen wären toll. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und das, obwohl das ja deine Stilrichtung eigentlich gar nicht so ist. Also wirklich Respekt, Süße. Sehr, 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 sehr schön. Also die Karte ist echt mega. Die werde ich mir irgendwo hier hinstellen, weil die ist echt traumhaft schön. Ja, und von dem her, ich lege die mal zur Seite. So. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an. Also das, was ihr hier seht, ist nur ein kleiner Teil. Ja, also wie gesagt, es wird XXXXXL. Fangen wir mal an mit dem Gießen. Das hat sie auch so wunderschön, guck mal, alles so beschriftet und so. Was ich ja nicht gemacht habe, weil das irgendwie nicht so meins ist. Was mir jetzt auch voll leid tut irgendwie. Und ja, jetzt gucken wir mal. Das habe ich jetzt überall mit Gießen gefunden, deswegen habe ich mir das schon mal so hingelegt. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Ich mache das jetzt einfach mit dem Messer so auf, weil, ja, wenn ich das jetzt anfange abzufriemeln, das Washi-Tape, wobei ich sagen muss, ich hatte die Idee, dann, ja, ne? Dann tun wir das mal kurz an die Seite. So, und dann fangen wir mal an. Ich tue mal das zu mir, dann haben wir da noch ein bisschen mehr Platz. Aber es ist echt der absolute Hammer. Ich gucke mal, ob ich euch noch einen kleinen Tick höher machen kann. Ja, so geht's auch. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. So. Ja, so. Zum Eingießen. Ich bin echt mal gespannt, was da alles drin ist. Ne? Entschuldigung, ich glaube, ich muss mal kurz knistern. Ich habe die Tütchen hin. Ja, ich tue sie einfach mal. Und zwar, jetzt gucken wir mal. Und zwar, guckt mal, wie mega süß diese Sterne. Die finde ich auch richtig schön. Vor allem die Farbkombi ist schön. Ich habe zwar auch welche. Bei meiner haben, glaube ich, ein bisschen andere Farbkombi. Also mega viel. Und vor allem die Menge. Das Süße, du bist echt wahnsinnig. Also, ja. Kann echt nur sagen, danke, danke, danke. Das ist echt der Hammer. Und vor allem diese Blüten, die sind ja traumhaft schön. Guck mal, wie die funkeln. Ihr seht es, glaube ich. Weil die habe ich jetzt auch noch gar nicht gesehen. Das ist echt der Wahnsinn. Gott, da würde ich am liebsten sofort anfangen mit
gießen nachher. Aber mal gucken. Weil mein Herz ist so gut wie leer. Ich habe jetzt neues bestellt. Das kommt auch nächste Woche, wahrscheinlich erst Montag oder Dienstag. Mal gucken, ein bisschen habe ich noch, weil ich glaube, ja. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das ist so süß. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Das ist echt der Wahnsinn. So, tun wir das mal so. Na, jetzt. Also jetzt, jetzt wird ein Chaos. Dann, oh süß. Guck mal. Nochmal so Herzen. Sind die nicht niedlich? Die sind echt so Hammer. Und auch die Farben. Richtig, richtig cool. Dankeschön. Ich glaube, ich muss das jetzt alle, keine Ahnung, 100 Mal sagen im Video. Und es langt überhaupt. Und guck mal, da hat sie mir noch so schöne große Steinchen eingepackt. Sind auch richtig, richtig schön. Und das wirkt jetzt hier in der Kamera sehr, ja, krasses Gelb. Ist aber eigentlich eher so ein Bernsteinfarben, würde ich sagen. Das ist echt richtig schön. Dankeschön. So. Dann machen wir mal weiter. Zum Eingießen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das in der richtigen Reihenfolge alles auspacke. Süße, ich hoffe, es ist okay, wenn ich da jetzt irgendwas nicht so. Ne? Also ja. Oh, sehe ich schon was. Ich sehe schon, dass wir auch. Ui, was ist das denn? Nur für Dekorationszwecke, nicht zum Verzehr geeignet. Erstickungsgefahr. Depot, oh Gott, du bist doch wahnsinnig. Ja, da noch so teure Sachen. Und das ist mega schön. Guck mal, so grob. Das ist schön. Mega. Und die Menge, oh Gott. Ich hab jetzt schon so ein schlechtes Gewissen, das glaubst du gar nicht. Also, ja. Oh, ich sehe, wir haben einmal eingießen vergessen. Machen wir das auch gleich mal auf. Sag mir jetzt nicht, dass du mehrere so Dinger gekauft hast. Oh Gott. Du bist doch echt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber es ist wunderschön. Also wirklich traumhaft. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich werde sterben innerlich. Also vor Freude sterben natürlich, ne? So, zum Eingießen 3. Ich muss das jetzt einfach so machen. Was ist das denn? Was ist das? Zuckerauflege. Oh Gott, süße, du hast es aber auch echt gut verpackt, ne? Also, ja. Jetzt weiß ich auch, warum du zu mir gesagt hast, ich soll das alles ein bisschen schneller machen, sonst brauche ich ewig. Ja, ich werde ewig brauchen. Aber das ist mir ganz ehrlich gesagt egal. Weil ich möchte mir das auf jeden Fall in Ruhe anschauen und dementsprechend entweder macht das mit mir durch oder halt nicht. Und das ist ja auch süß. So Zucker, sehr, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Ich weiß, dass manche auch diese Zuckersachen eingießen, aber ich habe es selber ehrlich gesagt noch nie getestet. Also das muss ich auf jeden Fall mal probieren. Auf jeden Fall richtig cool. Ja, also Süße, da werde ich dir auf jeden Fall von den Sachen auch ein paar Sachen machen. Ne? Also wenn du da irgendwas haben möchtest. So resin-technisch irgendwelche Anhänger oder so, ne? Dann sag mir da bitte, bitte Bescheid. Und dann mache ich die natürlich, ne? Also, du hast meine Handynummer, du hast alles, also du weißt, wie du mich erreichst, ne? Oh mein Gott. Wo hast du das denn bitte schön her? Ich schau mal, das sind Pigmente. Essence Beauty. Essence Beauty. Hammer. Guckt euch mal an. Die Farben. Richtig genial. Oh, Süße. Dankeschön. Boah, ich bin jetzt schon sprachlos. Oh mein Gott, das wird was werden, ich sag's euch. So. Haben wir hier alles? Auch zum Eingießen. Das sind Perlensüße. So viel zu schade. Und zwar richtig schön. Guck mal. So längliche, hellblau. Schon kugelndes Lila. Dann hat sie mir hier nochmal einen riesen Mix reingepackt. Da.
Und hier, oh Gott, die sind süß. Gott, süß, aber die hier kann ich nicht eingießen. Das geht nicht. Also da muss ich irgendein Schmuckstück irgendwas drauf machen, aber das kann ich auf gar keinen Fall eingießen. Die sind traumhaft schön. Also wirklich traumhaft schön. Und wie gesagt, wenn du irgendwas brauchst, ne, sag mir Bescheid. Ich habe bald auch Messe bei mir. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich zeitlich schaffe, da hinzugehen. Falls ja, sage ich dir natürlich Bescheid. Und tja, also wenn ich dir dann irgendwas mitbringen kann da, ne, dann sag's mir bitte. Und das ist hier mega niedlich. Guck mal, das sieht aus wie so Kaviar, nur im Mini. Das habe ich jetzt echt auch noch nie gesehen, aber das ist richtig cool. Richtig cool. Ich habe keine Ahnung, wo du das her hast und was das genau ist. Aber auf jeden Fall mega cool zum Eingießen. Guck mal, wie das schimmert. Cool, richtig cool. Dankeschön. Ja, und ihr seht, uns geht jetzt schon langsam der Platz aus. So, was macht man weiter? Würde ich mal sagen, fangen wir hier an, weil dann haben wir hier Platz. Haben wir hier Scrapbooking Mixed Media. Na, mir hält es wohl. Ah, doch. Uiuiui, hier ganz schön viele Sachen. Oh, guck mal. Mal einmal so ein richtig cooles Band. Ist ja auch richtig cool. Jetzt aber überhaupt gar nicht sowas. Da kann man bestimmt auch richtig coole Sachen machen. Dankeschön. Vor allem die Farbe ist der Hammer, ne? Also ist ja so genau meine Farbe. Dann hat sie hier auch so, sind das so Blüten. Ja, da irgendwie so Äste oder so. So ein Band scheint es zu sein. Aus Stoff sogar. Cool. Das habe ich auch noch überhaupt gar nicht gesehen. Und dann so kleine süße Schleifen. Ist das süß. Aber die süße, sag mal da bitte mal, ob du die selber gemacht hast. Weil die sind ja immer echt mega niedlich. Weil wenn ja, dann musst du mir das bitte mal erklären. Weil ich habe das zwar auch schon probiert mit diesem Gabeltrick oder so, wo das gibt, ne? Aber die sehen bei mir grauenhaft aus. Also, ja, die sind echt so süß. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, aber Mixed Media, hast du die selber gemacht? Diese traumhaft schön, die Rose. Guckt euch das mal an. Wunderschön. Doch, die hast du selber gemacht, Süße. Die habe ich doch bei irgendeinem Projekt von dir habe ich die gesehen. Die Blüten. Gott, sind die süß. Guckt mal. Mega schön. Warum hast du das nicht extra so handmade gemacht? Weil die sind definitiv. Also, die weiß ich hundertprozentig, dass du die selber gemacht hast. Die sind traumhaft. Dankeschön. So. Mal hier rüber. Und ich glaube, ich werde naja, erstmal 2 Stunden mit ja, Einräumen beschäftigt sein. Wahrscheinlich. Oder noch länger, wer weiß. So, dann haben wir hier versuchen einzugießen. Schwarz. Okay. Einzugießen, schwarz. Was ist das? Ist das Kaffee oder so? Also ich weiß es nicht. Ich würde mal Kaffee oder so vermuten. Also das musst du mir mal genau sagen, bevor ich das dann einfach aufreiße und keine Ahnung habe, was ich da überhaupt in den Händen habe. Da sagst du mir bitte mal Bescheid, was das genau ist. Dann, was haben wir hier? Das lag da drunter. Steht jetzt nichts drauf. Also doch nee, das Streudeko lag drüber. Machen wir das mal auf als erstes. Oh Gott. Seht ihr das? Guck mal. Süße, du bist doch absolut Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen, das glaubst du gar nicht. Ich weiß, dass ich nicht haben soll und brauche. Das hast du mir jetzt schon keine Ahnung wie oft gesagt, aber trotzdem habe ich das. Aber vor allem so viele verschiedene Sachen, Paletten zum Beispiel, ne? Hätte ich dir überhaupt gar nicht schicken können. Selbst wenn ich dir alles eingepackt hätte, was ich an Paletten habe, würde ich da gar nicht auf die Menge kommen. Also, das ist mega schön. Guck mal, einmal so schöne Glocken, Tannenbaum.
große Sterne. So wunderschöne Schmettis, und die sind ja auch absolute Wahnsinn. Und die Farbe. So Blüten. Nochmal so Sterne. Nochmal so Blüten. Sterne. Und guckt mal, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist so ganz grobes Glitter. Und das ist der Hammer. Also das muss ich auf jeden Fall eingießen. Und nochmal so Sterne. Schöne Plättchen. Schneeflocken, Herzen, Sterne. Oh, Hammer. Also wirklich Hammer. Vielen, 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 vielen tausend Dank, meine Liebe. Ich bin echt jetzt schon absolut happy. Also allein die Sachen jetzt schon, ne, sind der absolute Wahnsinn. Süße. Dann machen wir mal hier weiter. Was hast du da alles eingepackt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, es funkelt. Es funkelt, es funkelt. Oh mein Gott. Das sind vor allem Jelly Twills. Guck mal. Oh mein Gott. Guck mal, wie süß die sind. Guck mal, hier so ein super süßer Mix. Und dann hier ganz viele verschiedene Farben. Oh Gott, sind die schön. Also süße, die Farben sind ja der absolute Hammer. Also ich glaube, ich darf auch nie wieder sagen, dass ich keine Glitzersteine habe. Weil jetzt habe ich definitiv Glitzersteine. Vor allem eine Menge, das ist echt der Wahnsinn. Also die sind so schön. Die Farben, guckt euch das mal an. Und das ist hier auch der absolute Hammer hier. Dieses Funkeln, seht ihr das? Und oh, traumhaft schön. Also echt der Hammer. Oh. Ja, vor allem die Jelly Twills habe ich hier wirklich eigentlich fast gar nichts. Ich glaube, eine Farbe oder zwei Farben. Ich hatte es dir schon mal geschickt, ne? Von Jelly Twills. Der absolute Wahnsinn. Also, ups. Hammer. Vielen, vielen, vielen tausend Dank, meine Liebe. So, dann geht es weiter mit Engelsflügel. Ja, und da hattest du mich hier gefragt, ob ich ein paar farbige, weil Metall und so habe ich ja auch, ne? Ohne Ende, aber so farbige nicht. Und, oh, guck doch mal, wie viele. Du bist echt irre. Also ich glaube, in Zukunft, sage ich, muss ich dir ausdrücklich sagen, ganz minimal, ne? Nur einpacken. Das ist echt der Hammer. Also, das ist echt Wahnsinn. Das ist echt wunderschön. Guckt euch mal die an. Die Farben. Richtig schön. Vor allem, das sind alles Farben, wo ich auch überhaupt gar nicht habe. Und jetzt gerade auf Weihnachten ist es ja... Und die sind ja auch der Traum. Guck mal, die schimmern so. Mega cool. Dankeschön. Danke, danke, danke. Gut. So, und jetzt fangen wir mal damit an. Und guck mal. Charms. Ne? Wie schön sie das hier eingepackt hat. Das ist echt der absolute Wahnsinn, Süße. Und die müssen wir uns natürlich auch anschauen. So. Ich lege die Tüte einfach mal hin, dann können wir die noch wieder reintun. Ja, das ist echt so süß. Und guckt mal, mir einmal so große. Dann haben wir hier so einen kleinen Mix. Und das ist ja auch, das ist auch nochmal großes. Na, so niedliche Schildkröte und Flügel. Richtig süß. Und dann hast du mir auch nochmal so Ösen eingepackt. Cool. Dankeschön, Süße. Die habe ich mir jetzt auch bestellt, welchen Zustand dann ankommt. Aber es ist richtig, richtig cool. Kann ich nachher auf jeden Fall einiges verarbeiten. Das werde ich nachher auch gleich machen. Dann hat sie mir so süße Schneeflocken eingepackt. Und so Löffel. Ist auch cool für Fimo oder so. Dann so Sternchen. Und Love. Das ist so süß. Und so schöne Sachen. Und so schön verpackt alles. Das ist echt der Hammer. Hammer. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und guck mal, dann haben wir hier so schöne. Das ist jetzt ein kleines bisschen bei einmal, sonst wäre das echt XXL. Dann haben wir hier so schöne Blätter und die sind ja auch super niedlich. Und hier 2016. Voll süß. Also richtig süß. Dann haben wir, guck mal, hier so nochmal so Sternchen. Und diese Bronzefarben, das ist ja auch richtig niedlich, diese Tauben. Und vor allem so viele immer süße, da hätte auch eins gelangt. Und Love, oh Gott, du bist echt der Wahnsinn. Also ich weiß echt nicht, was ich sagen soll.
Du machst mich für K.O. heute. Also wirklich im positiven Sinn gemeint, ja? Dann guckt man nochmal hier so ganz, ganz kleine. Dann haben wir hier so super süße Engel. Oh Gott. Und so große Herzen. Und diese Minischlüssel sind auch absolut Wahnsinn. Ja, so seht ihr es. Oh mein Gott. Das ist süß. Und dann hier Handmade. Das ist auch cool. Was soll ich, habe ich auch gar nicht. Und so Sternchen nochmal und Anker. Oh Gott. Und was ist das denn? Mein Gott, sind die niedlich. Guck mal. Mein Fokus will gerade leider nicht. Ach doch, so seht ihr es. Hammer. So, ein Tannenbaum und, oh, guck mal. Also der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, Süßer. Richtig cool. Tausend Dank. Ich kann wirklich nur tausend Dank sagen. Dann geht's weiter mit Schmetterlingssticker. Ich würde sagen, die machen wir jetzt noch geschwind und dann machen wir mal die erste Pause. Weil sonst, ja, ich will nicht, dass ihr euch dann zu lange Videos am Stück angucken müsst. Dann kann ich dann mal kurz was trinken. So. Und dein Papier lässt sich anscheinend deutlich besser zukleben wie meins. Meins hat irgendwie das Post überhaupt nicht gehalten. Weiß auch nicht. So, Schmetterlingssticker. Oh Gott, auch süße. Die sind. Guck mal. Sind die nicht süß? Danke schön, süße. Danke, danke, danke. Die sind echt wunderschön, die Sticker. Vielen lieben Dank. So. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich weiter. Ich mache einen kurzen Cut und bis gleich, ihr Süßen.